Gute, ich bin Max von Kreuz der Yu-Gi-Oh! Und gestern habe ich Locals gespielt beim JK und habe bei den zwei Turnieren teilgenommen. Einmal das um 2:30 und das um 5. Und möchte da gerne berichten. Und ich habe bei beiden Turnieren dieselbe Liste gespielt. Ich habe Magnite in Vogue gespielt. Und ich würde sagen, ich mache erstmal das Deckprofil und dann recap ich so ein bisschen. Wie waren meine Matchups? Dies, das. Drei Alistar, die beste Normal Summon des Decks, das müsste ganz obvious sein. damit suchen wir uns ein Location und können auch unsere Monster pushen, falls nötig für OTKs und Pipapo. Dann habe ich gespielt, drei Purple Nightfall. Damit können wir uns einen weiteren Magnet beschwören, indem wir einen Magnet verbannen auf vom Feld. Damit suche ich mir ganz gerne Blue Sky. Blue Sky ermöglicht uns, weitere Magnet zu suchen, abhängig davon, wie viele Karten in der Spalte liegen vom Gegner. Dann spiele ich einen Free Summon quasi, der Indigo, der sagt, dass wir einen Magnet in eine andere Zone schieben dürfen. Und das ist auch ein Quick-Effekt, genauso wie Purple. Und dann ein gelber Stern, das ist formatabhängig, was man da spielen möchte. Ich spiele den gelben Stern, weil er eine Backdoor schießen kann, indem man einen Magnet verbannt. Und was okay ist, man muss halt die einfach in die Spalte legen. In der Spalte, wo man diese verdeckte Spelljammer schießen möchte. Es gibt auch den Red Moon, der ein Monster in derselben Spalte schießen kann. Aber ich fand halt, wir sind auf Locals. Und da ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich der gelbe Stern besser. Kam auch ganz gut, bin auch damit zufrieden. Dann habe ich ein Kaiju Packet gespielt mit drei Kaijus. Ich habe mich dazu entschieden, diese drei zu spielen, aufgrund dessen, da wir deren Attribute für unsere Fusionen verwenden können, was ganz gut ist. Außerdem auch sehr solide, um problematische Monster zu outen, wie Falke. Weil manchmal schieße ich ja echt blind. Sowas gibt es halt, ne? Aber auch ganz gut gegen Skystrike, damit die nicht deren Spells aktivieren können. Was halt auch recht mächtig ist. Dann habe ich 8 Handjobs gespielt in diesen beiden Turnieren. Weil ich mir gedacht habe, so, okay, es ist wahrscheinlich sehr stark, wenn du gegen diese Decks, die da so rumlaufen, ich weiß ja so ein bisschen, was er so ist, quasi eine Antwort hast. Oder habe ich mich einfach für diese 8 entschieden? Ich habe jetzt nicht Veiler bzw. Impermanence gespielt. Ich habe mir gedacht, Ogre ist halt gut gegen so Vogue und auch gegen Skystrike, weil du damit den Multivolt dann ogern kannst und der nicht dann sein ganzes Feld voll flutet von Spells. Es ist halt ganz Standard, kann man schon sagen. Und Lockbird, ich wusste, dass es halt Decks gibt, die viel suchen. Was dort rumläuft, habe ich mir gedacht, okay, dann spielen wir Lockbird. Zudem sind alle drei Handjobs passend zu unseren Fusionen, die wir spielen. Das ist halt auch ganz in Ordnung. Dann zu den Spells, ganz obvious, Meltdown. Ich habe in dem Fall drei Stück gespielt, weil ich halt sehr gerne Alistar sehen wollte auf der Starthand. Plus zudem, wir sind auf Locals, es gibt immer so Leute, die, was weiß ich, was eine Negate auf Invocation haben oder versuchen, irgendwie was zu machen, wenn die Fusion beschworen wird. Und ja, dann ist halt Meltdown ganz nützlich, weil dann verbrennen die quasi eine Karte für nichts. Und ich bin glücklich, dass ich dann noch besser OTK kann. Zwei Terraforming, wir wollen so schnell möglich Alistar sehen. Das ist ganz obvious, aber auch ganz gut, um zu discarden. Oder um die zu setzen, für die Magnites. Dann habe ich drei Invocation gespielt. Ich habe drei Stück gespielt. Interessanterweise. Ich habe erstens Desires gespielt. Und zweitens, ich habe nicht Book of the Law gespielt. Ich fand, dass Book of the Law irgendwie ein Brick ist. Okay, du kannst halt damit ein anderes Invoke-Monster beschwören, was sich ganz cool anhört und kannst halt damit auch OTK'n. Aber ich fand halt so, wenn du dich einfach hart nachziehst und einfach gefühlt nichts hast und keine Fusion zusammen raushauen kannst, dann ist halt Book of the Law komplett tot. Bei Invocations ist es so, du kannst es jetzt setzen. Du kannst dann den Alistar Link bauen, der auch Alistar der Invoke heißt, auf dem Feld und auf dem Friedhof. Und somit hast du dann die Option, dann auch eine Fusion Summon zu machen, wenn du halt
Wenn du dir vorstellst, dieser Book of the Law, den du spielst, ist jetzt eine Invocation. Jetzt als Beispiel. Deswegen, ich fand halt Book of the Law ist ein Brick und damit kannst du halt viel mehr anfangen. Dann drei Twin Twister. Ja. Locals Level, da muss man auf jeden Fall Back-Removal haben. Aber auch gut gegen Sky Striker und so einen Scheiß. 3 Mind Control, starke Karte. Damit können wir sogar einfacher den Meltdown bauen. Den Alistair Link. Es sei denn, das Monster hat das gleiche Attribut wie das Monster, was hier kontrollieren. Entweder so Light oder Dark. Ist mir passiert. Ich habe gegen. Dazu komme ich gleich, das kann ich ja gleich erzählen. Da habe ich zweimal Cold Blooded Grave gespielt, weil ich es hasse, dass Alice dann nicht durchgeht oder Meltdown oder ich nicht mal suchen darf. Ein Desires, ein Slumber, weil wir natürlich drei Kaitos spielen. Ich habe als Spicy Tag eine Instant Fusion gespielt. Dazu komme ich gleich, das kann ich schon mal rauslegen. Und dann als 41. Karte habe ich tatsächlich eine Drohne gespielt. Lustige Story, wieso ich die gespielt habe, ist am Stand habe ich die in Ami gesehen und ich habe mir gedacht, die sieht so geil aus, die will ich, die kaufe ich mir mal und dann spiele ich die sofort. Und die kam sogar gut. Da habe ich zwei Mechaba gespielt, zwei Puga Trio, ein Kokitus, dann die zwei Instant Fusion Targets, Kaliga und Raiden und Megafleet. Das sind ganz Fusionsmonster. Mit Instant Fusion kann man halt Raiden beschwören, was okay ist. Somit kannst du halt, wenn du zum Beispiel gegen Cyberdrake spielst oder irgendein Deck, was viele Negates raushaut, mit Raiden quasi ein Negate rausbaiten und dann kannst du halt weiterspielen. Das ist halt ganz mächtig. Und zudem hast du halt mit Raiden die Möglichkeit, schneller den Alistair bauen zu können. Das ist halt auch ein großer Vorteil. Plus, wenn du Alistair auf dem Feld hast und dann Instant Fusion aktivierst, und dann halt sowas wie Raiden beschwörst, hast du halt die Möglichkeit, dir die Invocation zu suchen. Das ist halt auch ganz mächtig. Das war so meine Grundidee, Instant Fusion zu spielen. Jetzt in dieser Liste. Habe ich aber kein einziges Mal rausgebracht. Ich habe den nur einmal beschworen, glaube ich. Und das war es auch schon. Dann ein Kagari. Das ist quasi ein Instant Alistair. Weil du mit dem Token den beschwörst, sofort Kagari machst, suchst dir dann die Drohne wieder, aktivierst Drohne, beschwörst den Token und kannst damit den Alistair bauen, was halt ganz solide ist. Ein Underclock, ein Phönix, ein Einhorn, ein Tigutorka und eine weitere Spicy Tech, ein Volkasaurier. Ich habe bemerkt, ich spiele einige Stufe 5er, vor allem Raijin ist auch Stufe 5, dass wir halt mit Instinct beschwören können. Wir können halt was zubucken und Blue Sky ist halt auch ein 5er. Das habe ich dann auch bemerkt, als ich das Deck gebaut habe. Und somit können wir halt auch den Volkasaurier bauen. Theoretisch. Plus wir spielen auch noch Cyberdrachen Side-Deck. Können wir halt somit was runterburnen, beziehungsweise wegburnen. Und dann können wir den Volkasaurier weiterverwenden für Puga Trio. Weil es auch Feuer ist. Kommen wir mal zum Side-Deck. Ich habe da gespielt 3 Gamma und einen Driver. Da habe ich 3 Cyberdrain gespielt. Ich hatte mir gedacht, okay, es könnte vielleicht problematisch sein, wenn ich gegen ein Deck spiele, was ein extra Linkboard aufbaut. Aber das ist hier anscheinend nicht so populär, aufgrund dessen, dass wir keine Summon Sources besitzen. Bis Dezember 3 Sherald Rides. Ist wohl eine Staple-Karte im Side-Deck, aufgrund dessen, dass jetzt Geist-Tracker hier mehr populärer ist als irgendwie andere Decks und das Meta hier in Europa viel mehr anders ist als in Amerika. 3x Red Beboot. Ja, sind halt Locals. Da ist wohl Red Beboot sehr stark. Und eine weitere Spicy-Tech, die ich mal heute ausprobieren wollte, war Forbidden Chalice. Ich habe mir so gedacht, es gibt bestimmt Monster, die problematisch sind, wo ich das echt negieren musste. Aber ich denke, die Karte wird auch gut sein, wenn die ganzen Thunderdrinks rauskommen, weil du damit halt den Mistake auf Beine negieren kannst. Und halt somit weiter suchen darfst. Die werde ich auch wahrscheinlich in Zukunft wieder spielen. Habe ich ja damals noch gezockt im
Draco Pendulum Format. Da, wo Masterpiece noch da war. Kommen wir mal zu den Matchups. Ich habe beim ersten Turnier erstmal gegen irgendein Deck gespielt. Ich habe keine Ahnung, was es war. Aber er hat mich zweimal First gehen lassen und ich denke, nein, ich will nicht First gehen. Aber ich habe das 2-0 gewonnen. Das ging schnell. Das muss ich nicht erklären. Runde 2 habe ich gespielt gegen Amorphage. Ich habe echt gedacht, das wäre Pendulum. Aber als ich Amorphage gesehen habe, denke ich mir so, what the fuck. Ich habe Game 1 gewonnen auf jeden Fall, das weiß ich. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es gewonnen. Game 2 habe ich bemerkt, ich kann immer noch keine Karten lesen. Denn ich habe gedacht, dass die Amorphagen wie, wenn ich dieses Emptiness sind, du wirklich nichts mehr specialen kannst. Aber das stand drauf, dass du nichts vom Extra Deck specialen darfst. Somit habe ich verkackt, einen Magnet zu specialen, weil ich den discarded habe für Twin Twister. Ich hätte Gamma aktivieren können als Electromite kam und hätte den umgerannt, hätte dann wieder Plays gehabt. Aber das habe ich komplett versemmelt. Und Game 3 hatte ich wirklich nuts gehabt. Egal was er hatte, hatte ich alle auf alles eine Antwort. Das war natürlich sehr mächtig. Da habe ich dann 2-1 gewonnen. Und Runde 3 habe ich gegen Cyber Dragon gespielt. Ich muss sagen, nachdem ich ein Call by the Grave gesehen habe von ihm, als ich seine Machine Dupe ashen wollte, er hat mich first gehen lassen, weil wir beide wussten, was wir spielen. Er wusste halt, dass ich Magnet Wurf spiele. Ich wusste halt, dass er Cyber Dragon spielt und somit Würfelwurf entscheidend war. Ja, wusste ich halt schon von Anfang an, okay, ich kann schon zusammenschieben. Game 2 ging es sogar schlimmer. Ich starte mit Instant, 2 Invocations, 2 Alistar, 6. Karte Terraforming. Ich habe halt nicht gewusst, dass ich den Infinity verwenden kann für Mega Fleet. Er hat mit einem Infinity und Plejaden und Genius gestartet. Und ich hätte den Genius und den Infinity wegfusionieren können. Und hätte dann damit wieder Optionen gehabt. Ich hätte dann den Alistar genommelt, hätte was gesucht, hätte dann den Meltdown gebaut und hätte auf jeden Fall richtig gut aufbauen können. Wusste ich aber nicht. Passiert. Ist halt so. Das war dann das erste Turnier. Das habe ich, das habe ich dann mit einem 2-1 beendet. Habe ich auch zum zweiten Turnier. Da habe ich in der ersten Runde gegen Skystriker gespielt. Ich weiß, dass ich Game 1 auf jeden Fall gewonnen habe, aufgrund dessen, dass ich wirklich alles hingelegt habe. Ich hatte ein OTK in 2 Minuten gelegt, das war halt schon mächtig. Da habe ich Game 2 Sachen gehabt, um den zu droppen. Einmal Lockbird und dann hatte ich Shared Ride gehabt. Dennoch habe ich das auch einfach verloren. Und Game 3 hatte ich auf jeden Fall alles. Ich hatte sehr gut. Ich habe seine Shizuko geasht und dann habe ich in der Standby-Phase Twin Twister aktiviert, damit ich seine Backrow schieße. Das war eine Mind Crush gewesen, er musste Mind Control blind sagen, hat aber nicht getroffen, ich hatte keine Mind Control gehabt. Und dann musste er eine random Karte discarden, das war in dem Fall Ray. Und was war da noch gewesen, habe ich ein OTK gelegt. Ich habe halt Puka Triun gelegt, das weiß ich noch, aufgrund dessen, dass ich nicht wollte, dass er noch Ray beschwört. Und somit ich halt vor Game pushen kann. Ich hatte echt alles. Ich hatte mein Feld voller Magnets und Pipapo. Runde 2 habe ich gegen Danger gespielt. Boah, der hat aber nuts gestartet. Eigentlich mit allem drum und dran. Er hatte den Galaxy Tomahawk und hatte dann 5 Tokens auf dem Feld plus Tomahawk. Und dann habe ich mir echt gedacht, soll ich jetzt scoopen, weil ich weiß, dass er vielleicht ein krasses Feld aufbauen kann und ich es vielleicht nicht outen kann. Und dann mitten in der Combo sagt er, ich habe die Combo verkackt und denke mir so, jawohl, habe ich wohl Glück gehabt. Er hat einen Bowload gebaut und ich hatte keine Ahnung, wie ich einen Bowload oute. Und dann hatte ich plötzlich so gesehen, warte, ich habe 2 Alistar auf der Hand, habe ich das halt geoutet. Mit einem Mech-Hubber und 2 Alistar. Das war halt cool und da hat er es gut gescoopt. Game 2 konnte ich halt besser interagieren, aufgrund dessen ich dann die Karten besser kannte. Ich habe dann die Dragdawn geasht, das weiß ich, und dann konnte ich eigentlich gut hinlegen. Er hatte irgendwie 3 starke Monster auf dem Feld gehabt und ich musste echt überlegen, wie mache ich das so, dass ich halt gut Damage drücken kann und er nicht weiterbauen kann. Das war halt so. Ich habe halt bemerkt so, oh scheiße, das Monster, was ich ja mit Mind Control übernehme, ist auch dark. Und dann musste ich halt einen Underclock bauen und habe dann damit einen Puka Trio gebaut und habe dann irgendwie Damage gedrückt.
Das weiß ich jetzt halt noch aus dem Kopf. Das habe ich dann gewonnen, weil er dann gesehen hat, okay, ich kann da nichts mehr machen. Habe ich Runde 3 gegen Draco gespielt. Boah, Draco. Puh. Puh. Ich habe Game 1 wieder gefühlt fast denselben OTK angelegt wie bei Runde 1 des zweiten Turnieres gegen Sky Striker. Das war recht mächtig. Und da habe ich Game 2, glaube ich, verloren. Von dessen er durfte First gehen, ist das. Und ich konnte halt nichts machen. Nicht wirklich was. Das war halt schon schade. Und Game 3 war echt close. Der hat auch nicht so krass gestartet. Er hatte nur eine Set, glaube ich, gehabt. Und es war eine Apokalypse gewesen. Und hat dann damit Ignis beschworen. Aber ich hatte auf jeden Fall gut gestartet von der Hand her. Und konnte halt auch viel Damage drücken. Irgendwann kam es zum Zeitpunkt, dass er es geschafft hat, wieder ein solides Feld aufzubauen. Und hatte ich echt Angst gehabt. Er hatte irgendwann drei Monster, aber er hatte nicht Dynamite gehabt. Das war wohl entscheidend auf dem Spielfeld. Er hat auch keine Trap gehabt, damit er interrupten kann. Und dann habe ich irgendwann ein Mecha-Bar gebaut, glaube ich. Der hatte auch nur 300 Life Points irgendwie. Dann habe ich mit dem Mecha-Bar versucht, Main zu überrennen. Und hab dann noch einen Alistair geworfen. Dann wusste ich halt so, okay, dann stehe ich 3-0, cool. Habe ich die letzte Runde dann gegen den Tobi gespielt aus meinem Team Public Enemies. Grüße an euch. Ich durfte halt gegen Sky Striker ran. Und ich weiß, dass ich die erste Runde verloren habe, aufgrund dessen, dass er Heavy Storm Duster hatte. Da wusste ich schon von Anfang an, okay, dann kann ich ja schon gleich scoopen. Runde 2. Boah, der hat nicht so krass gestartet, muss ich halt echt sagen. Und ich habe halt Game 2 gewonnen, obwohl ich dreimal Purple verbannt habe mit Desires. Ich musste echt so hart top decken und sowas. Wusste ich halt dann, okay, anscheinend habe ich das Spiel wohl gewonnen, weil er echt nicht gut gestartet hat. Und Game 3, boah, Game 3. Ich durfte anscheinend First gehen. Das war halt okay. Habe ich halt einfach meine Shadow 3 gesettet. Er hat seine Sachen gemacht. Konnte auch nicht viel machen. Das war das Krasse daran. Und irgendwann habe ich dann viel Damage gedrückt und er musste sich ja die ganze Zeit hart verteidigen, wie auch immer das geschafft hat. Er musste das irgendwie machen, damit er überhaupt da noch spielen konnte, und das hat er gefühlt 10 Züge durchgezogen, bis er Ray gezogen hat. Da war ich irgendwie out of resource gefühlt. Ich musste ja auch die ganze Zeit nur noch top decken, weil ich dann nichts mehr hatte. Ich hatte dann irgendwann noch Meltdown gezogen, aber die wird geashed. Hat er irgendwann Ray gezogen und dann kam er ins Spiel und dann hat er mir den Boros von Utica angelegt. Vor allem, der hat dann noch Absol aktiviert, das war halt noch mächtig. Und dann habe ich damit 1-2 verloren. Ich bin zufrieden. Rest des Turniers war 1, 2 zu Turnier 3-1, 5-2 insgesamt. Das Magnet-Book-Deck macht mir sehr viel Spaß. Und ich wurde dafür auch noch belohnt. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Die Unchigagage, die ich aus dem einen Pack bekommen habe, weil ich zu 1 stand beim zweiten Turnier, habe ich mit Kagari rausgezogen, was ganz nett ist. Davor habe ich halt den Super Rare Ami gespielt, was auch ganz nice aussieht. Ich weiß ja halt nicht, welchen von den beiden ich jetzt weiter verwenden will. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, was so schöner aussieht. Aber hey, das war's mit dem Recap. Ich werde gucken, wie ich das Deck dann wieder aufbauen werde für zukünftige Turniere. Ich habe vor, zur Region nach Pforzheim zu fahren am 4.11. Da wäre eigentlich Dreieich, aber Dreieich hat irgendwie nicht die Regio bekommen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann fahren wir einfach nach Pforzheim runter. Es sind auch nur 2 Stunden. Und ich werde halt gucken, wie ich das dann machen werde. Ansonsten bis zum nächsten Video. Und tschüss.